zurück zu Tomb Raider 4. Ja, ihr, ist hier, wo bin ich hier? Ja, ich habe nochmal geladen. Ich habe erst mal darüber nachgedacht. Es kann ja nicht sein, dass wir hier nichts außer diesen Handschuh haben können. Ich meine, da hat sich eine Tür geöffnet. Da stelle ich mir ja die Frage, warum öffnet sich eine Tür? Warum ist da nichts? Da muss ja was sein. Warum sollte sich da sonst eine Tür öffnen? Gibt es da bestimmt irgendwo, wo man reinkriechen kann oder wo man keine Ahnung, hochklettern kann. Ich habe da bestimmt irgendwas übersehen, das mal nicht. Hundertprozentig. Muss ja irgendwas sein, weil sonst, ich habe jetzt auch überall nachgeguckt, wo man weitergehen könnte und ist dann alles zu. Ich war im Unterwassertempel, ich habe das mal offscreen alles abgesucht, damit ich jetzt nicht eine 20-minütige Folge habe, wo ich die ganze Zeit nach dem Weg suche, wo es weitergeht, wo es dann, wenn ich doch etwas offensichtlich ist. Ich habe mal meinen Timer gemacht, weil es muss ja da hinten irgendwas sein, weil warum? Nichts drin. Ich kann ja schon mal den Schalter drücken, unser Rückweg. Aber ich, da muss da auch noch irgendwo was sein. Ich werde mir jetzt die Wände ganz genau angucken, weil auch der Typ hat ja gesagt, die Bibliothek und in den Katakomben, und wir sind ja in den Katakomben gewesen. Beziehungsweise, wie heißt das Level hier? Sidon Temple. Immer noch, aber wir waren ja davor in den Katakomben und. Oh, Leute. So, hier ist der Handschuh. Weil, wenn ich jetzt was rausnehme, warum sollte sich dann eine Tür öffnen, wenn da nichts ist, ne? Gucke ich mich hier ganz genau um. Kann ich hier irgendwo hin? Ach, guck mal da. Ist das so hoch? Zu hoch zu sein, oder? Ne, warte mal. Ach, guck mal einer an. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach, hier geht's noch weiter, seht ihr? Das meine ich. So, wo sind wir denn jetzt? Die verschwundene Bibliothek. Er sagte ja auch, dass wir in die Bibliothek müssen. Und jetzt sind wir ja in einer Bibliothek. Anscheinend. Hier ist eine Lampe. Hier sind zwei Wege. Die wahrscheinlich ja in dieselbe Richtung kommen. Oh oh. Ich habe ein ungutes Gefühl. Die Musik kennen wir doch. Kann ich? Oh, Lara kann das. Ach, diese Musik ist aber irgendwie Zeit. Kann ich die Tür öffnen? Okay, man kann sie alle öffnen anscheinend. Lara kann ja in diesem Teil Türen öffnen. Konnte sie das in den anderen Teilen auch schon? Also im Teil 3 vielleicht. Mal die Vasen zerstören, ja. Medikit und Uzi-Munition. Guck ich nochmal um. Aber es gab ja noch andere Wege. Und hinten sind nämlich auch noch drei Türen, die ich aufmachen kann. Anscheinend. Oder? Ja, die kann ich nicht auch machen. Okay. Alle Türen kann Lara nicht öffnen. Ich die öffnen. Kann.
Wasser, 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 gut Wasser. Bitte, die Viecher. Nein, bitte. Ah, geh weg von mir. Oh Gott. Hinten. Tatsächlich. Wasser. Oh. Wenn ich hier will. Anscheinend schon. Okay, dann komme ich anscheinend weiter, wenn Lara mal hinguckt. Da ist doch nichts, Lara. Macht sie Lara so hingeguckt? Lara, du verwirrst mich. Ist da noch was? Ja, da ist was drin, ey. Ein Medikit. Oh, ich kenne dieses Gebiet nicht, ey. Das ist so blöd, wenn man etwas nicht kennt. So. Kann ich hier hochklettern? Tatsache. Okay. Gucken wir uns dann nochmal die anderen Türen an. Ich meine, hier gibt es so viel zu erkunden mal wieder. Es sind wieder 20 Wege. Und, ach, okay, 20 ist übertrieben, aber man weiß halt nichts, ne? Wo man lang geht. Mal schön die alle zu einem hier. Ne? Da finden wir da total viele Medikits, ja, super. Als ob wir davon nicht schon genug haben. Was haben wir denn hier? Ach du Scheiße. Was soll das sein? Was ist Weltall sein? Das sieht mir stark nach einem Rätsel aus. Ich würde mal sagen, wir gucken uns erstmal die anderen Räume an, bevor wir hier hingehen. Weil das sieht mir stark nach aus, ob ich hier war. Nein, kann ich nicht. Aber warum kann ich diese Tür nicht öffnen? Die ist dunkel. Aber warum kann ich die nicht öffnen? Okay, geht anscheinend. Okay. Da hinten ist auch noch eine Tür. Kann ich die öffnen? Nee. Es gibt vier Türen, die ich öffnen konnte. Ich will jetzt erstmal speichern. So, gehen wir hier mal zuerst lang. Das sieht nicht sehr. Naja. Ich glaube, das könnte wehtun, wenn ich an diese Dinger dran komme. Kann das sein? Oh ja, das tut weh. Aber ich hab's geschafft. Aber wirklich, ja, hier komme ich wieder hoch. Aber. Lara, wir sterben. Oh Gott. Okay, Lara ist tot. Soll ich da schon hin? Ist jetzt die Frage, ne? Ob das schon Sinn macht, hier lang zu gehen. Ich muss auf jeden Fall von oben besser runterkommen. Ja, ist schon wieder tot. Hä? Okay. Ich muss anscheinend schnell da hoch und wieder wegspringen. Na gut. Wir sollten mich gerade nicht speichern, weil dann komme ich schon bloß nicht mehr raus. Thank you.
okay, das hat funktioniert. Hier ist ein Stern. Hey, wieder Brechstange, ne? Okay. Hm, das ist ein Stern. Oh, super. Oh. Ich glaube, die Kette könnte wehtun, was da. Golden, ja, Stern. Aua. Ja, die Kette tut weh. Warum ist hier schwingende Ketten? Das macht sogar weh. Und warum ist da Feuer? Gott, da ist das weh. Hier noch irgendwas anderes machen, ist die Frage. Kann ich diese Teile irgendwie manipulieren oder meine Brechstange reinstecken oder so? Ja, oder sterben. Sterben geht natürlich auch. Aua. Okay, ist so ein Schein. Ich hätte immer mal noch um. Aua. Och, Lara. Du lebst immer selbst nicht. Okay, also hier ist ein Schnitt offen. Aua. Aber warum sollte man Fallen aufstellen, wenn da nichts ist? Na, gar nichts ist. Das ist, No.
könnte nichts machen. Das heißt, es müsste auf dieselben Weg jetzt wieder zurückgehen, oder? Ach, Mann, ey, Lara, ich gerade so richtig lang. Wir haben jetzt einen Stern, ne? Das war knapp. Oh, das war nicht so schlau. Okay. So, jetzt wir haben einen Stern. Ansonsten scheint hier gar nichts zu sein. Man sieht. Ich bin mir jetzt 100% sicher, dass ich da irgendetwas übersehe, ja? Aber, ne. Muss ich hier hoch? Ne. Kann ich nicht. Okay. Irgendwie verstehe ich das nicht. Wir haben jetzt einen Stern. Ja, schön und gut. Ach, Lara, ist das dein Ernst? Ich dachte, wir wären uns einig, Mädchen. Lara, dein Ernst? Warum? Was macht sie denn ständig? Mann, Lara. Was ist denn jetzt hier? Ach, nur nicht so, Mädchen. Ich brauche schon wieder viel zu viele, Münzen. Ich hätte nicht. Wo habe ich denn noch?
15 große, 15 kleine, ja, aber trotzdem. Ich verbrauche zu viel, ist ja nicht der Sinn, oder? Ich speichere das jetzt mal. Weil wir kennen unsere Lara, ja? So, jetzt haben wir einen Stern. Gut. Ja. Und jetzt? Was haben wir hier? Haben wir einige, ich weiß nicht, was... Okay, ich wollte auf die Art durch. Gut. Danke. Zwei ist mir einer zu viel. Was haben wir denn hier? Nichts. Gut. Wo guckt Lara jetzt wieder hin? Nichts machen? Hä? Hier ist auch nichts. Lara, hilf mir. Was ist hier? Kann ich hier irgendwie dran springen oder was? Oder was soll das sein? Nö. Hä? Was denn der ist hier dran? No. No. Okay. Ha. Wo bringt mir nichts hier unten hin? Hier auch nicht, oder? Nee. Auch in den unteren Ecken ist nichts. Okay, anscheinend bringt mir das hier nichts. Na gut. Wo haben wir hier noch die zwei Türen? Was haben wir hier noch? Ist hier noch mehr? Ist auch noch eine Tür. Kann ich nicht öffnen, ey. Das müsste schwer für Lara.